Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, wir machen mal Licht an, damit wir ein bisschen was sehen. Und let's go. Letzten Meter hier noch mit Dünger versehen. Muss die Uhrzeit wieder einstellen, richtig. Ist das schon wieder, also um 8 Uhr schon wieder stockdunkel. Deswegen habe ich letztes Mal von 8 Uhr hochgestellt. Also schon wieder 3 Stunden. Oder haben wir es regulär 23 Uhr? Aber naja. Also im heutigen Tag der Aufnahme ist jetzt der neue Patch gekommen von LS22. Mal gucken, was sie da wieder und das in dem Hotfix da wieder gemacht haben. Da war so eine dumme Befürchtung, dass ich den Spielstand hier von Dingsbums nochmal neu anfangen muss. Von der andersrum. Ich kann mich täuschen, aber irgendwas habe ich im Gefühl. Dunkeln hier lang zippeln ist gar nicht so einfach. Weil ich gerade mal so gucken will, ob man alles erwischt. Solange ich da hinten an der Seite eh jetzt rot habe, gehe ich davon aus, dass ich überlappend fahre und dass ich gar nicht erwische damit. Könnt ihr mal kurz gucken, wie es aussieht auf der Minimap, also auf der Dingsbums, der PDA. Aber wir versuchen es erstmal so. Am Rand sehe ich ja oben vom Lichtkegel so einen kleinen Rand, der dunkler ist wie der andere. Dies ist der Vorteil. Ja, aber mal ganz kurz gucken in der PDA. Wo ist das Feldturm? Da drüben. So, Wachstum, Bodendünger. Und das mal ausmachen. Verkalken hätte ich auch noch gemusst. Bleiben. Sieht ganz gut aus, was wir da so verzappt haben. Was ich bis jetzt so sehe. Aber Kalken mache ich dann am nächsten Tag erst. Sage ich ganz ehrlich, so wie es ist.
Nur das ist im Dunkeln da drauf, habe ich auch keinen Bock. Muss ich leider ganz ehrlich so sagen. Da bin ich ehrlich gesagt richtig froh, dass ich noch im Hellen einen Flammenschutz gespritzt habe. So umgedreht wäre es ein Stück komplizierter. Das Helle ausmachen in dem Lichtkegel. Will aber jetzt wegen den Barometern, die wir jetzt noch haben, nie wieder heller stellen. Also wieder eine Stunde zurückdrehen oder so. Das ist schon 3 Stunden vorspulen. Anschlussfunktion hat schon Eindruck. Hier. Hier geht's weiter. In der Hinsicht wäre CP manchmal von Vorteil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht eventuell ein paar kleine Stellen, die nicht sind. Aber so im Großen und Ganzen hat er alles geschafft. Aber einfach kann jeder. So, jetzt gucken wir mal. Bestens alles erledigt. So, gehst du zurück, Hof. Und ich warte, bis es hell ist, bevor ich irgendwas mache. Nee, Hofstilo, nie. Hof, genau, und Attacke. Das war F11. War das mit der Tageszeit hier? 21 Uhr. Hier so hoch guckst, es ist nicht dunkler, aber Boden.
Sieht alles gleich aus. Und wir fahren die Minute noch, dann gehen wir schlafen und gucken uns den Spaß an. Mit Kalken nochmal. So viel Zeit muss sein. Sudeli. So, ich werde erstmal schlafen. Weil denn tue ich eh nichts. Daher. Jetzt haben wir 23 Uhr, sind das 8 Stunden. 7. So, da ist es schon mal hell. Er schnappt sich jetzt einen Kalkstreuer. Vorsicht mit dem Kalk noch. Und dann geht es erstmal ans Warten der Maschinen. Zeit muss sein. Und die Zeit nehmen wir uns jetzt aber einfach, alles abzuhaken. Den Kalk sieht man wenigstens, das ist gut. Daher passt das schon alles. Ringsum alles reif, wie kaputt. Noch gar nichts gewachsen, aber wir machen das jetzt hier. Aber die Kurve weggelassen, egal. Dann. Was auf den größeren Streuer gefasst, auf den ja. Jetzt geht's los mit Wachsen. Aber es ist egal. Dann brauchen wir kein GPS. Das sollte schon so hinkriegen. Das hoffe ich zumindest.
mittlerweile Geschichten nur dran gewöhnt, dann in einem Multiplayer-Projekt, wo ich mitmache. Aber Fruchtzerstörung an. Da müssen wir mit Pflegebereifung solche Arbeiten machen. Um hier nicht irgendwas kaputt zu machen. Jetzt hier kommt eine Stufe nach der anderen. Ich da wieder eine, wo ich gekalkt habe. Irgendwas hängt mit dem Spulen zusammen. Halt normale Runde. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt scheiß und egal. Willst hier eine Spur haben, weil ich nicht mehr weiß, wo ich hängen geblieben war. Wollen wir eine kleine dritte Wachstumsstufe kommen, oder wurde was ausgewachsen? Es kam durcheinander, dass ich erst hier wieder die 3 Stunden draufgesetzt habe, die ich zurückgespult habe. Und dann das Nachtspulen kam ein bisschen durcheinander, das Spielen. Und jetzt hat es gleich zack, zack. Wir haben danach gesynkt. Das war jetzt doppelt gemoppelt, was ich mache, aber ist mir jetzt egal. So, muss ich mich mal gerade ganz kurz muten, sonst werden euch jetzt die Ohren weggeflogen. Der Nachteil, wenn man niesen muss, als Aufnahme. Aber zum Glück gibt es sowas wie Stream Deck oder Touch Portal, wie die ganzen Programme heißen, wo man sowas schnell auf Tastendruck muten kann. Ich meine, wenn man das Bild hat, gibt es immer noch Shortcuts, die man sich einrichten kann. Nee, Shortcuts, die Hotkeys suchen. Der bleibt egal. Müssten wir mal an dem Punkt gleich sein, wo wir schon wo wir angefangen haben. Hier kommt er. Da kommt er. Ja, aber jetzt mal schnell nochmal einklappen, aufklappen, nochmal schauen. Nochmal Nachschub holen, oder? Baum. So, aber da kam das Folgenende eher, wie ich beim Dünger, beim Kalkladen bin. Werde ich mich schon mal von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.